Grüß Gott! Was war das? Ich will ein Haul machen. Schon über mein Haupt. Ich habe noch ein paar Sachen aufgehoben, die ich euch dann erst im Koffer halt ein Video zeigen werde. Ist nicht viel, sind nur so Kleinigkeiten. Aber die Sachen, die brauche ich jetzt bald. Und deswegen will ich euch die zeigen, damit ich sie wegräumen kann und endlich benutzen. Was macht mein Bruder da für eine Scheiße? Das ist so witzig, wenn die Familie daneben wohnt. So, ich fange auch gleich mal an mit dem Haul. Es ist eigentlich eh nicht so viel Klumpert, ich verspreche es euch. Die Sammlungsvideos haben meine Augen geöffnet, hoffentlich. Ich habe nämlich auch jetzt schon öfter mit meiner Freundin Amy gesprochen, die ihr auch aus den Follow Me Around Videos kennt, beziehungsweise auf dem anderen Kanal, immer in der Infobox verlinkt. Nur mache ich da leider jetzt nichts zur Zeit, weil ich einfach keinen Bock habe, weil ich das Gefühl habe, schaut keiner. Sie ist jetzt gewesen, glaube ich, in New York, L.E. und noch irgendwo, glaube ich. Und sie hat, sie war so oft schon im Sephora drin, dass mein Herz blutet hat. Sie bringt mir auch zwei Sachen mit. Darüber freue ich mich so. Aber ich habe mit ihr halt gesprochen, nur so kurze Info. Ich habe mit ihr halt gesprochen darüber, dass ich auch gerne mal dorthin fliegen würde. Und sie würde mit mir gemeinsam dorthin fliegen. Das wäre sowas von geil, wenn wir dorthin fliegen würden. Ich glaube, ich würde so mich tot kaufen. Das heißt, ich will unbedingt sparen für das. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ich will mir ein bisschen was immer auf die Seite legen dafür. Damit ich ich will unbedingt innerhalb von ein, zwei Jahren dorthin fliegen. Unbedingt. Das will ich mir unbedingt erfüllen. Nur so nebenbei. Deswegen hat mir das ein bisschen die Augen geöffnet. Weil dann kann ich mir Sachen kaufen, die ich unbedingt haben will. Weil dann mache ich mir eine Riesenliste ab jetzt. Eine Riesenliste. So, nur so kurz dazu. Ich habe mir aber ganz böserweise Seife gekauft. Aber die brauche ich eh jeden Monat leer. Und ich habe bis jetzt nur die Winterseife und die will ich jetzt nicht verwenden. Klingt vielleicht dämlich, ich weiß, aber ab jetzt wird dann eh keine mehr kaufen, weil das geht sich dann eh bis zum Winter aus. Weil ich brauche jeden Monat eins bzw. fast zwei auf. Müsste sich ausgehen dann. Also, als allererstes wieder Aveo Limited Edition Seifen. Die letzten fand ich sehr enttäuschend, sage ich ganz, ganz ehrlich. Früher mochte ich die Seifen so, so gern, viel, viel lieber als Balea. Aber jetzt in letzter Zeit, ich weiß nicht, irgendwie... Ja, auf jeden Fall habe ich mir einmal die Rose Garden, glaube ich, heißt die, oder? Nein, Blooming Garden mit Rosenduft. Die hatten wir auch, glaube ich, mal in der Arbeit in dem Seifenspender. Die riecht gut. Irgendwo da drin müssen noch welche sein. Der Haul ist gemischt mit DM und Müller. Und, ja. Und Depot. So. Ja. Es sind zwei Reinigungstücher geworden von Cadea Vera. Die benutze ich ja immer. Die benutze ich immer beim Schminktisch. Ich jedes Mal meine Hände voll so. Und die sind neu. Deswegen habe ich mir die auch mal gekauft. Ja. Die riechen zwar jetzt nicht nach Melone, aber ja. Mal gucken. Dann von Depot habe ich mir gekauft einen Tischläufer im Melone-Style. Habe ich auch gepostet auf Snapchat und so, wenn ihr mir das dann noch nicht folgt. Mein Name ist so wie hier. Ich habe das nämlich vergessen, in die Infobox zu verlinken. Aber mein Name ist so wie da auf YouTube auch. Also werdet ihr mich finden. Hoffentlich, ja. Und den habe ich mir gekauft, weil den finde ich so geil. Ich brauche jetzt nur noch ein anderes Tischtuch. Ich habe, leider ist das Geld noch nicht oben gewesen bei uns und deswegen konnte ich nicht so shoppen gehen, wie ich wollte, weil wir das Urlaubsgeld gekriegt haben. Aber ich muss mich ja zusammenreißen für L.E. in irgendwann, 100 Jahren. So, ja. Aber das finde ich echt geil. Das finde ich wirklich geil und musste ich haben. Oh, das ist eigentlich für den Kleinen, für meine Schwester. Ups, sollte ich ihm geben. Minions! Er steht so auf Minions. Ja, das war beim Nanunana, glaube ich. Ein Melonenbecher. Ich weiß noch nicht, was ich da rein mache. Ich glaube, Pinsel oder so. Aber ich weiß es noch nicht. Das habe ich ja unbedingt gebraucht, ich weiß. Dann habe ich mir ein kleines Pflegeduschgel gekauft. Limited Edition. Von... wie heißt das? Sternzauber. Prinzessin Sternzauber. Das riecht so geil. Das riecht wirklich geil. Wie, weiß ich nicht, wie eine Pina Colada riecht das. Das ist mit Ananas und Kokosduft und sieht so aus. Ich musste das haben. Leider ist das Limited Edition. Aber was ist nicht Limited Edition?
Beim DM habe ich mir diesmal das Fuß- und Schuh-Deo gekauft. Lovely heißt das. Ich habe das vor kurzem wieder in einem DM-Haul gesehen und habe mir gedacht, okay, sie kauft es immer wieder nach. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich glaube, Romy heißt sie. Sie kauft sich das immer wieder. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe mir das auch. Und ich finde das richtig irgendwie besser als das von Müller, das ich letztes Mal hatte. Das habe ich aber leer gemacht. Aber das seht ihr dann. Dann habe ich noch ein Rasiergel. Habe ich unbedingt gebraucht. Das ist das Quitte und Aprikose. Da gefällt mir das Design so gut. Ich hoffe nur, dass der Duft auch gut ist, weil ich bin dem echt hinterhergelaufen. Wie ich das erste Mal war im DM nach langer Zeit, hat es das noch nicht gegeben. Ich finde das Design so schön. Müsst mir mal schreiben, ob ihr das schon habt. Weil ich finde das echt, echt gut vom Duft her. Ja, dann habe ich mir bei Müller von Palmolive das neue Duschgel gekauft in Coconut Joy. Bei dem Müller, das ist eine richtig große Filiale eigentlich gewesen, aber bei dem Müller gab es das Mint-Shake nicht mehr. Ich drehe durch, wenn die das auflassen haben. Ich drehe wirklich durch, wenn die das Mint-Shake auflassen haben. Weil das Mint-Shake riecht voll geil. Und das riecht auch richtig nach Sommer. Und ihr wisst ja, ich bin ein Kokos-Fanatiker. Und die Verpackung und das war einfach, ich musste das haben. Ich habe das schon überall auf Instagram und so gesehen. Und musste es natürlich haben. Dann habe ich mir eine Mundspülung gekauft. Ihr seht, es ist eigentlich nicht so schlimmes Zeug. Bis auf das Rasiergel. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Irgendwie nerven mich meine Haare. So. Die Aveo-Seife habe ich mir auch nur gekauft, weil die in Aktion waren. Ich habe da noch eine dritte, glaube ich, unten stehen. Oder habe ich da doch keine stehen? Doch, die zeige ich euch auch noch. Und irgendwo da drin müsste noch eine sein. Aber fangen wir mal mit der Mundspülung an. Das ist von Don to Dent, eine Limited Edition. Super Mint heißt die. Mit spritzigen, warte mal, spritzig, oh Gott, spritzig zitrischen Minzgeschmack. Jetzt habe ich es. Peinlich, peinlich. So sieht das aus. Ich musste das haben. Ich musste das wirklich haben. Meine Cousine hat mir das gezeigt und ich musste es haben. Das, was ich jetzt habe, ist zwar okay, aber ich mag das irgendwie nicht. Und die Sorte hat mich so interessiert, das werde ich auf jeden Fall bunkern. Dann habe ich mir eine Duschlotion gekauft, weil meine von Nivea ist jetzt leer geworden und ich habe eine neue gebraucht. Kommt selten vor, aber es soll vorkommen. Und es gibt endlich bei uns diese Duschlotion in Vanille und Kokos. Der bin ich so hinterhergelaufen. Bei uns gab es Jahre, ich glaube, das ist ja letztes Jahr rausgekommen, oder? Ich bilde mir ein, es gab es letztes Jahr. In Deutschland, soviel ich weiß. Und bei uns ist das einfach nicht rausgekommen. Das hat mich so wütend gemacht. Bei uns ist halt das Problem in Österreich, die in DM schauen, dass sie erst die alten Sachen loswerden und geben dann die neuen Sachen erst raus, wenn das alte verkauft ist. Kann ich auch verstehen, aber blöd ist das für mich, weil ich ja eh selten zum DM komme. Aber endlich habe ich sie. Und ich kann sie endlich in die Dusche stellen, weil ich habe, ich habe keine Duschlotion mehr. Ich bin so stolz auf mich, ich habe keine Duschlotion mehr. Was sagt sie zu mir? Ich habe früher immer bunkert. Immer. Und jetzt habe ich keine mehr. Und auf die bin ich echt gespannt. Und freue mich so, wenn ich duschen gehe heute, kann ich sie endlich das erste Mal benutzen. Deswegen wollte ich unbedingt das Video drehen. So. Dann habe ich da noch eine Seife. Grüner Tee und Grapefruit von Aveo. An der habe ich schon gerochen, die riecht interessant. Bin gespannt, ob das so bleibt. Weil nach einer Zeit, die riechen am Anfang nur und dann hören sie auf zum Duften. Und dann am Schluss, kurz vorm Leerwerden, riecht man es komischerweise wieder und das finde ich echt dämlich. Dann gibt es noch eine Granatapfel. Die sieht so aus. Ja, und ich habe mir drei genommen, weil eine Aktion war, das ist aber schon urlang her. Wenn man drei Seifen kauft, hat man eine gratis dazu bekommen. So war die Aktion. So, wir sind gleich fertig. Ja. Ja. Weil ich so eine Himbeer- und Brombeerphase habe, ich esse die so gern. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich weiß nicht, ob ich jemals Himbeeren gegessen habe. Vielleicht das Kind? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ich bilde mir ein, ich habe nie Himbeeren wirklich gegessen und seit neuestem esse ich Himbeeren und Brombeeren so gerne. Und jetzt gibt es von Sorbeer eine Limited Edition Himbeer und Brombeer. Ich habe am Anfang ehrlich gesagt, das stinkt, aber ich glaube, das war wahrscheinlich auch, weil ich an so vielen anderen Sachen gerochen habe. Nase frei machen. Ich hoffe nicht, dass es stinkt. Ihr wisst, ich liebe die Sorbeer-Sachen, besonders die Limited Editions. Oh, das riecht gut. Das riecht gut. Ich habe es mir anders überlegt. Falls meine Cousine das Video sieht, weil ich habe gesagt, das stinkt. Aber es riecht gut.
wenn man jetzt überhaupt Brombeeren und Himbeeren die ganze Zeit gegessen hat und mir gefällt das, wie das abbildet ist. Ich liebe das. Ich muss mir das unbedingt bunkern. Jetzt seit meiner Himbeer- und Brombeerphase überhaupt. Dann habe ich noch eine Maske, das ist das letzte, Gott sei Dank. Das ist die Superfruit-Maske, die limitiert ist. War ja klar. Spendet Feuchtigkeit, vitalisiert den Teint. Meine Cousine war ganz verwundert, dass ich sie mir gar nicht mitnehmen wollte. Ich habe sie auch meiner Mom mitgenommen. Bei meiner Schwester habe ich drauf vergessen, aber sie kriegt es dann, wenn ich wieder arbeiten gehe. Ja. Ich habe mir nur eine dabei genommen. Das reicht, ich habe eh so viel. Falls ihr ein Masken-Sammlungsvideo sehen wollt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Würde ich gern machen, weil das Masken sind sowieso mein Liebling. Und ich muss unbedingt aufbrauchen. Ich habe so viele Tuch- und Creme-Masken. Auch in Tuben. Also ich muss wirklich aufbrauchen. Ihr habt das eh gesehen, diese Hildegard Bockmann zum Beispiel. Ich habe einen Bad Hair Day heute. Die sind so trocken und so. In letzter Zeit so schlimm. Ich habe auch Gott sei Dank ein Shampoo aufgebraucht, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Weil das, obwohl das Shampoo ich so gern mochte, aber die, seht ihr das, wie trocken die sind? Katastrophe. Wirklich Katastrophe. Seit diesem Aufhellen ist. Na, Blödsinn. Schon früher ist das so. Die sind wirklich extrem trocken. Naja, jetzt habe ich ja Gott sei Dank das Hafer-Shampoo dann in Benutzung von Yves Rocher und auf das freue ich mich so. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ja, ich weiß, es sind wieder Sachen, die nicht hätten sein müssen, aber es ist auch Gott sei Dank viel, wo ich brav war, wo ich echt stolz auf mich sein kann. Also ich bin stolz auf mich in dem Haul. Außer ein Produkt, aber das seht ihr in dem Koffer heute im Video. Das will ich euch jetzt nicht vorwegnehmen. Aber ich bin ich brav gewesen im Juni? Das seht ihr dann im Kaufverhalten. Seid gespannt drauf. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!